So, liebe Leute, nach einer kurzen Pause sind wir hier zurück, ne? Und ja, ich würde mal sagen, machen wir mal hier erstmal Licht an. Ja, haben uns an dem Plakat hier verabschiedet. Das ist jetzt die Frage. Ich schätze mal, hier Schlüppi und so ein Scheiß, ne? Das bestimmte Zimmer von Muddern. Ja. Guck mal. So. Schnell wieder zu. Wir haben nichts gesehen. Okay, so. Aufnahmecheck. Voilà. Jo. Hm. Jo. Können wir so lassen. Okay. Hm. Zocken wir mal weiter. Das ist die Frage ist, haben wir hier alles die klemmt wahrscheinlich. Da können wir nichts machen. Ja, hier hatten wir glaube ich auch schon alles gecheckt. Ja. Zimmerchen von Mutter. Hier war das Ankleidezimmer. Ja, genau. Alter, ich frage mich, wie man so große Hütten bauen kann. Das ist ja fast ohne Boden. Hier, Turn off Lights. Nö. Stabak macht's möglich. So, jetzt müssen wir uns mal wieder orientieren. Das war der nächste Raum. Hier war, glaube ich, war hier noch ein anderer? Ja, den haben wir nämlich auch noch nicht gecheckt. Oder? Haben wir wohl. Ja, genau, das war... Au. Ein Feuerlöscher. Examine Bottle. Ja. Examine. Examine heißt, ja. Okay, Leute. Red Right Hand. Semi-permanent Hair Color. Alles klar. Also irgendwas mit rote Haare. Beauty. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dyeing hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. Okay. It's pretty intimate, right? It felt intimate. Ja, vielleicht sollten wir mal gucken, wie wir hier, together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. An das Journal kommen, ne? Also, das ist natürlich ein bisschen blöd. Control Sound? Nee, Back. Graphics? Nee. Resume, ja. You're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something. But I waited. And the moment was gone. So, okay, dealing with roots. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir an dieses Journal ran, ne? War nochmal Controls vielleicht. Gucken wir mal, Options. Hm, Controls, ja. Crouch, Sticky, bla bla, Rebind, Switch. Ah! Alter, Switch to Gamepad. Das sollten wir uns vielleicht doch mal gönnen, ne? Ja. Okay, dann gehen wir mal bei den Controls gucken. Ja, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, sollen wir jetzt zum Keyboard greifen? Weil Clickpoint, das war ja eigentlich... Vielleicht sollten wir das einfach mal testen. Ne? Switch to Gamepad. Okay. Back. Back. So, und jetzt? Ah, okay, guck mal da. LT. Crouch Review Journal. RB. Da haben wir es doch. At the new house, first day of school. Geil, sogar thematisch geordnet. So. So kommen wir zurück. Ja, super. Ist ein bisschen, also wie gesagt, wir haben jetzt einfach mal von der Maus auf Controller gewechselt. So, da war das Schlafzimmer von Muttern. Moment. Haben wir das hier ausreichend examined? Ja, haben wir, glaube ich, schon letztes Mal. Guti. Das war das Zimmer von Mama. Hier haben wir alles durch. Was geht hier? Open Door. Aha. Ah, guck mal hier. Was haben wir hier? Schalter. Bups. So, was ist das denn hier für ein Zimmerchen?
Hier müssen wir mal Licht anmachen. Ja. Aha. Hey Sam, you were asking what my Hä? JROC Ribbons meant. Here is a handy guide. Orienteering. This means the army thinks I can find my way. Alter, was eine Klaue. Rifle Team, the army has branded me a certified killing machine. Adventure training, I'm a born adventurous and no borders can hold me. The army recognizes this. So it's, if you didn't think I was cool before, now you do. Lonnie D. Okay. Von Lonnie wat. So, was haben wir jetzt hier? Oh, schön. Sighting. Ach so, was er alles gesehen hat. When I rounded the corner, no one was there. How tall was Uncle Oscar? Oh, oh. Tut der Onkel da noch rumspuken oder was vielleicht? 94, also... A faint voice coming from the bottom of the stairs. I said, hello, did not investigate. Probably was the furnace. September 9, oh wei. Poured milk from Captain in fridge. Captain. It was spoiled. Pretty sure I read that spirits can... Sour milk. Milk was just bought yesterday. Oh, also ghost milk. Lonnie says she feels a presence in the TV. I suddenly begin to feel cold. We built a protective pillow fort. Okay, jetzt wissen wir auch, wofür dieses kleine... ja, Alter. So, Lonnie and I employ Onija. Nee, Onija as a medium. Oh, oh. Disturbing messages are conveyed from the other side. Oscar is definitely here. Oh, die glauben also, Onkel Oscar ist noch am Stissel. Insisted Lonnie to stay up all night and help. Patrol promises recording any signs of otherworthy presence. Lonnie reported many sightings, but all remain unconfirmed. Possible ectoplasm in the... Probably roof. Sample taken just in case. Despite our best efforts, we both fell asleep around 4 a.m. Haben sie immerhin lang durchgehalten. All in all a successful night. Jetzt stellt sich für uns die Frage, was wäre jetzt, ja, wo sind die hin, und wann war diese Examination Night? Also wie lange ist das her seit unserer Rückkehr? Sprich, wie lange sind die verschwunden? Hier ist noch eine Note. Katie, Mom and Dad were going to make up the guest room for you to stay in over the summer. But you came home on such short notice that they weren't around to do it. You can use my room if you want. I won't be needing it anymore. Sam, oh wei. Warum denn nicht? Also, es ist, gut, ich lasse euch in dieser gruseligen Atmosphäre mal kurz alleine, weil ich mal aufs Klöchen muss.
So, da sind wir back on the track. Wir werden natürlich gleich nochmal einen Check machen, wie das so aussieht. Ja, die Headphones, ich habe ja das Mikrofon. Die Headphones, die sind ja jetzt eher, um die Außengeräusche zu überbrücken. Ich werde wahrscheinlich den Mikrofonsound meiner Stimme später nachpitchen aufs Bild, wie ich das immer so gern mache. So, alles klar. Jetzt habe ich natürlich die anderen Gedanken, die ich so hatte, habe ich gerade etwas verloren. Ne? Aber kommen vielleicht wieder. So, das haben wir hier examined. Was? Was war das für ein Sound? Die Box hier wegtun können wir nicht. So, Turn Lamp off. Ne, wir lassen mal schön alles an. Slide Door. Hier haben wir noch nicht reingeguckt. Ach, das sind alles meine Klamotten sozusagen. Katie-Klamotten. Pull String. Katie. Alles schön. Da ist bestimmt ein ganzer Edding bei drauf gegangen. So, wir gucken aber doch nochmal, ob alles in Ordnung ist. Jo, sieht so ganz gut und gediegen aus, ne? Alles klar. Ja, ich sag mal, Gamepad ist auch per se, sag ich mal, ein bisschen bequemer als das Keyboard, weil man eben nicht so viel auf dem Schoß hat, wenn man es sich gemütlich gemacht hat. In der Halbhorizontalen sozusagen. So, alles klar. Müssen wir jetzt hier das Bild examinen. Examiner. I'm an examiner. Ups. Wie ducken wir uns denn? Also Zoom ist rechts. Ducken, ja okay, das ist die Map. Guck mal, was wir alles dabei haben. Journals, Items, Boarding Pass. Ja genau, das war Flieger. Okay, aber wir sind, Moment, genau, Map. Moment, RB, LB. Ah, gut. Da, Guest Room sind wir. Okay, dann lass mal weiter kicken, ne? So, da war Mums und Dads Schlafzimmer. Da war Katie's Room. Da liegt wieder ein Zettel. Ah, das haben wir, glaube ich, die Note haben wir, glaube ich, schon gelesen. Die wollten Pulp Fiction gucken. So, ich wollte eigentlich mal unten vielleicht der Sache um den Grund gehen. Beziehungsweise hier nochmal Katie's Room gucken. Ah. Das ist Crouch. Alles klar, hier können wir dann nochmal... guck mal da. Read Slip. So, ja, Fletcher, Teacher, Period 5, Shop 1, Metalworking, Engraving, Grade C ist jetzt nicht so cool, ne? Not a challenging, it's a metal plaque for family portrait, reasonable, subject but not complex. When I said that mom and dad should be replaced with parents' names, I did not mean just add them underneath. Acceptable leveling on edges. Show more pride in work. Ah, guck mal, hier liegt noch was Spannendes. So, die Soda Candy, die stellen wir jetzt mal schön auf den Tisch hier. X, ne, oder? Ja, wie können wir hier was droppen? Ja, mit rechts. So, dann gehen wir wieder in die Hogge und gucken mal, was das hier war. The brother. This is the one me and my dad are building. Wanna go for a ride when it's done? Die Phaedrus. The brother 150 von Phaedrus. Truss. Okay. Kurt Cobain, Alter, ist er ja gerade gestorben. Gut, also ich habe auch das Gefühl, das Ding bietet uns jetzt schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, ne? Die Groove haben wir schon reingeguckt.
Haben wir hier irgendwas Wichtiges übersehen? Nee. Nö. Aha, hier. So, Student Name, Goodfellow Yolanda de Soto. Das war doch die Freundin. Grade 12, Date 9 a.m. Mr. Benchley observed Miss de Soto wearing a t-shirt with an unacceptable image on the front. A large beer can labeled Pabst Blue Ribbon. Pabst Blue Ribbon. Alter, das erinnert mich ein bisschen an David Lynch Film hier. Mrs. de Soto was sent to the guidance counselor's office. Mrs. de Soto was given the option to turn her shirt inside out, change into a shirt from her gym locker, or be suspended for the rest of the day. Mrs. de Soto chose suspension. Her father was called, but there was no answer and no answering machine. Mrs. de Soto must return this form tomorrow, signed by her father. Okay. Gut, also böses Mädchen hier, ein Bier-T-Shirt anziehen. Alter, was ist das für eine Schule? Na? Ich verstehe es nicht. Okay. So, im Prinzip haben wir jetzt ja hier alles durchgeguckt, ne? Hier könnten wir halt nochmal die Musik anmachen. Ja, ist dasselbe, ne? Gehen wir eigentlich wieder runtergehen, oder? Ja, sind wir doch einmal rumgegangen. Ah! Alter, wie haben wir den eben nicht gesehen? Wo hat das Mädel denn nur die Zahlen-Kombo? Machen wir jetzt mal hier nicht an. Da. Boah, ey, wie oft ich hier noch drauf drücken werde. Hier liegt nicht. Bei dir, Yumi, ah! The Mystics, okay. Alter, ich hier so voll der Steuerungslegastheniker. Emma! Wir brauchen auf jeden Fall die Zahlenkombi, Alter. Wo hat die Eule die Zahlenkombi? Scheiße. Kriegen wir das noch zu? Ne, kriegen wir nicht mehr zu, Alter. Also im Moment sind wir hier voll die Bewegungslegastheniker. Echt ohne Scheiß. So. Und das schmeißen wir jetzt hier runter. Was liegt denn da noch? Alter, hier liegen ja noch eine Menge Zettel. So, hier liegt was. Da hat sie der Lonnie wieder was geschrieben. Hi Lonnie, I wrote this in first period and left it in your locker on the way to the second. It's what all the cool kids are doing. Life decided. Write me back. Also here's an idea for something to draw. Two cats on a motorcycle. Hey, this is a great idea.
What all the cool kids are actually doing is sending each other pages on their beepers. But we are cooler, because guess what? They can't put this on a paper. Okay. Ah, Moment, wir haben die... Your drawing of cats was so good that I added a background to make it even better. Maybe I should just stick to writing though. Haha, I like it. How did you know that we are about to be addicted? Abducted? By aliens. I'm looking at... Also Leute, mein Englisch ist scheiße. Aber mit der Sauklaue ist es noch eine Ecke scheißiger, sag ich mal. Also bitte meine Minus-Skills nachsehen. I'm looking at Mr. Pfirsich right now. I feel like he would probably hear lots of cats. Have lots of cats. Da, Mr. Pfirsich. Also like this secret shame... He said he doesn't have cats, and also that is never watched 90210, but I could see in his eyes he was lying. Also 90210. Wie viel haben wir denn hier? Das heißt... Nee. So, dann gucken wir uns das jetzt hier mal an. Here you go, Mitten. Have some Pâté, Gross. Ooh, you'd better not have been reading my secret. Guck mal, Laura Palmer, Alter. Dann hier 90210, die Kelly, ne? Aber das hier ist doch Laura Palmer, Diggi. Und das hier ist wie soll ich sagen? Kim Basinger. Dann hier, wie hieß die nochmal? Die hat auch bei sowas mitgespielt. Aber das hier ist Laura Palmer, auf jeden. Das könnte Jodie Foster sein. How many figures am I holding up? So, what a party. Jetzt haben wir aber immer noch keinen Nummernhinweis. Wir haben es hier mit einer... vierstelligen Kombi zu tun, ne? Okay. Dann gucken wir noch mal hier, ne? Was war hier? Ah. Reed Slip. Fletcher, Green Bar, Shop, bla bla. Great Sea. Ups, Hammer. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Guck mal hier, schöner Sternenhimmel. Jetzt müssen wir echt... Aha. KSNC. Wir können es ja mal mit der 1017 probieren. Würde ich doch mal sagen. 1017, oder? Ja. Probieren wir einfach mal. Ne. Das war. Nö, das war wohl nichts. Hier ist auch nichts. 94. Man könnte natürlich. 1994. Das ist doch Grabbook. Was ist das nochmal? Ja, Holy Bible. Read Chapter. King's Labyrinth. Hm. Ah. Okay. Ne, so kommen wir da auch nicht drauf. Ist halt blöd, ne? Ist halt richtig blöd, dass wir hier das erstmal nicht finden. Ah, wir haben ja immer noch nicht das hier durchgeguckt, oder haben wir wohl? Fireball, Hold, Punch, doch, das waren die Moves. Die haben wir uns ja schon gegeben. Hier, das hatten wir auch schon geguckt. Ja, locked. Scheiße. Locked and loaded. Hier können wir nichts mehr. Okay.
So, also bei den Eltern würde ich jetzt mal ausschließen, dass man da die Kombi irgendwie findet. Frage ist, was ist hier? Nee, können wir auch nicht. Grab Glas. Ah, was haben wir hier? Nee, das haben wir auch schon geguckt. So, pass auf. Die könnte hier, wenn das hier ihr Badezimmer ist. So. Open Kabinett. Lonnie Rules. Ja, okay, Lonnie. Guess this one's tralala. Klopapier. Haarfarbemittel, also es ist kein Blut. Da ist die Flasche. Und da ist das Gewitter. Ja, Blut wäre ja auch schon längst aus der Wanne raus, ne? Also. So, das war Read Note, da haben wir auch nichts. Bath, alright, bla bla. Ne, wir brauchen eine Zahl, Digi. Sonst läuft gar nichts. Und bei Mutter ist die Zahl nicht. Da bin ich auch ziemlich sicher. Das war das. Gut, wenn die ihr Zimmer geräumt hat hier. Nee, das war Katies, ne? Nee. Nee, hier haben wir, oder? Haben wir hier irgendwas übersehen? Nee. Schon ein bisschen doof, ne? So, hier ist Examen gar nicht. Okay. Alles Glöchen. So, hier war Mutters Zimmer. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier. Ich glaube nicht, dass wir hier mit irgendwas fündig werden. Wir müssen Licht machen oder so. Ja, kann das sein? Aha, so, pass auf. To whom it may concern, bla bla bla. Stop leaving every damn light in the house on. Jo, das sind die Messages. Okay. So, wo ist diese verdammte Kombi, Alter? Wir haben ja nun wirklich schon alles abgegrast, ne? Kann das sein? Das Badge, da ist Goodfellows. Da ist der Pirat. Ah, sag mal hier, nichts. Turn Lamp off. Ja klar, das Dachfenster. Gut, gehen wir mal zurück. Hier sind wir hergekommen. Mhm, guck mal da. Haben wir da nicht... Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. So.
Ich probiere mal 1994. Ich will ja echt an den Spind jetzt ran, ne? Probieren wir mal hier. Nö. Okay. So, also hier können wir überhaupt nicht. How many fingers? 2. Nee. Und hier ist auch nicht. KNSC May 7. Ah. 9457 ist, glaube ich, nicht so. Oder 5794. Keine Ahnung. Die Bibel, das war Chapter. Nee. Okay, dann einfach wieder zurück, bis wir halt Badezimmer von der Guten. So, hier sind wir runtergekommen. Hier ist, da sind wir jetzt. Downstairs. Guest Room. Die Mini-Zimmerchen. Ja, und da war, glaube ich, der abgeschlossene. Kann das sein? Okay. Jetzt gucken wir erstmal, was hier war draußen. Geht hier überhaupt Licht an? So, good old Christmas Duck. Stellen wir auf jeden Fall mal hier hin. Was haben wir hier? 1995 haben wir auch probiert. So, aber da bin ich für draußen heizen. Also ich sage ja immer, beim Heizen hört es auf. Hat sie. Close, tralala. Ne, das sind die Coupons. Da haben wir auch schon geguckt. Da haben wir auch geguckt. Hier hat sich, glaube ich, nichts verändert. Read Letter, das war von der Carol. Roomie. Our Roomie. Grab Book. Puff. Auch eine Bibel. Alter, wie viele Bibeln haben die im Haus? Bibeln und Klopapier. Das ist, glaube ich. Bibeln und Klopapier muss, glaube ich, jeder gute US-Bürger
hier haben. Was haben wir hier? Okay, vom Onkel Harvey. Wer ist Onkel Harvey? Bevor wir uns jetzt hier auf irgendwelche Theorien stürzen. Die ist 17, ne? Vielleicht sollten wir von 95 einfach mal 17 Jahre zurückrechnen. Ne? Also wären wir 85, 78, 1978. Geburtsjahr von Sam. Probieren wir das mal. Nee. Schade. ...1977 auch nicht. Okay, Geburtsjahr ist ja schon mal für ein A. Gut, dann würde ich aber sagen, wir gehen jetzt mal runter ins Wohnzimmer. Hier ist, glaube ich, ja. Wir werden jetzt noch mal ins Wohnzimmer schreiten. So, wir sind da, zwar glaube ich, hier rum, ne? Ja. Hier hat sich nichts geändert seitdem. Ja, müssen wir mal gucken. Hier. Und hat sich hier was geändert? Nee. Sam. Erste Message. Sam. Hallo. Dan bestimmt. Sam. Oder? Daniel war das bestimmt. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Komisch. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you... Ja, das kennen wir alles. So, da hat sich jetzt noch nichts geändert, ne? Hier können wir mal gucken. Na? Die Note, die haben wir schon. Büro, da waren wir, ne? Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Auch nichts. Kacke. Hier war das Zimmer, ne? Hier haben wir, da hinten haben wir ja dann diese Zahlenkombi gesehen. 0451. Sollen wir mal gucken, ob wir mit der bis oben kommen. Wäre jetzt auch nicht verkehrt, ne? So, Papas Büro mäßig. 0451. Urged to stay indoors and secure all windows and doors. Flood conditions are expected at lower elevations. Wow. So, und wird uns jetzt komisch? This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties: Austin County, Boone County, Dawn County.
So, und wo war eigentlich dieses Brett? Residents are strongly urged to stay indoors and secure all windows and doors. Flood conditions are expected at lower elevations. Aha, was haben wir hier? Nein, Ticket. This is a severe weather warning. The northwest Colosseum, aha. High winds and torrential rain conditions affecting the following counties: Austin County, Boone County, Allen County, Takelma County and Wistaria County. Residents are strongly urged to stay indoors and secure all windows. Da waren sie bei Pulp Fiction. Gut. Pulp Fiction. Kissenschlacht hier. Yeah. This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain. X2, jetzt haben sie sich reingezogen. Was haben sie hier? The Dark Crystal. Ja, alles gute Filme, ne? Ich hab mal 94 halt so geguckt. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas von Belang hier. Ach, wir kriechen doch hier sau gerne auf dem Boden rum. Ne? This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high wind and torrential rain conditions affecting the following counties: Austin County, Boone County, Dawn County, Takelma County and Wistaria County. Residents are strongly urged to stay indoors and secure all windows and doors. Flood conditions are expected at lower elevations. Was denn das? Na? This is a severe weather warning. The Northwest weather Redmobile. High winds and torrential okay, Redmobile. The following counties: Austin County, Boone County, Boone County, Takelma County and Wistaria County. So, hier müssen wir haben wir vielleicht ja noch ein Fach, ne? Nee, haben wir nicht. Flood conditions are expected at lower elevations. Wo ist eigentlich die Küche? This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties: Austin County, Boone County, Dawn County, Takelma County, and Wistaria County. Residents are strongly urged to stay indoors and secure all windows and doors. 78 haben wir probiert. This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties: nee, Putbeck ist hier nicht. Boone County, Dawn County, Takelma County and Wistaria County. Residents are strongly so, die nehmen wir uns gleich mal. Weil ich will jetzt wissen, was hier noch so am Stiesel ist. Ah, guck mal hier. So, pass auf, wir machen jetzt den Fernseher aus. Dann nehmen wir uns hier die Kassette und tun sie hier rein. So. Grab Kassette. Girl Scout. Hm. Mucke. Okay.
Hat der Vater das eigentlich gehört? Frag ich mich. Haben wir hier irgendwas liegen? Nö. Aha. Da war ja hier die Story. Was war hier? Read Story. A plus, bla bla. Ah, Captain Allegra, bla bla, Black Ship. Okay. Hier ist nichts mehr zu holen. So, doppelt die Moppet hält besser. Bisschen mehr Action machen. Hier haben wir einen Button reingeschmissen. Hallo? Aha. Was war hier nochmal drin? Read letter. Please give this to your mother. Oh oh. Thank you for having Danny over to the new home. Bla bla. Games anyway. Gut, das haben wir auch. Dann nehmen wir das mal. Und probieren mal 1933 einzugeben. Ich sehe das schon kommen, Alter. Das wird hier voll das Waterloo. Hier dieses blöde Zahl einzugeben. Ne? Was war das nochmal hier? Kein Plan. Locked. Toll. Okay, das nehmen wir jetzt mit hoch. Ist Beruhchen, Pupöchen. Komm, wir machen mal ein bisschen Ordnung hier. In der Hütte. Nee. Ah, hier haben wir vielleicht auch noch nicht reingeguckt. Gut, hier, so. So, Madame, jetzt machen wir mal ein bisschen Ordnung hier im Zimmer. Da. So, 1933. Da war der Spind. Nö. Ah, Mann. Und leuchtet. Machen wir hier auch noch mal aus, ne? Vielleicht mal Tür zu. Ja, Kopf. Okay, alles Licht sonst aus. Ne, den noch aus hier. So. Okay, hier haben wir aber jetzt keine Anhaltspunkte, auch wenn wir die Äuglein zusammenkneifen nicht, ne? Das ist einfach hier the fucking universe. Hätte ich aber auch keinen Bock, so eine Durchgangstür zu haben, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ne, hätte ich nicht. Ah, Mann, ey, kann man eigentlich schon alles wieder anmachen. Wieso? Haben wir wenigstens mal hingestellt. 91, das haben wir noch nicht probiert. Milays, Milays. Wir haben ja hier alle möglichen Zahlen schon probiert, ne?
So. Lamp on. So. Lamp on. Das ist doof. Ist hier nicht... Ah, guck mal hier. Grab Pillow, put back. Plöps, jetzt können wir hier mal nochmal gucken. Da haben die sicher die Katzen geschrieben. Da ist aber auch nichts mit, Grab Pillow. Hier, das können wir nicht grabben. Das wohl. Was liegt denn hier? Der Türknauf. Ja. Das ist ja echt so der Punkt, wo man dann so denkt, oh Alter, ich glaube, ich muss mir doch mal einen Walkthrough. Vielleicht muss man echt hier. Scrutinize. Ja, was heißt das denn? Ja, und das? Auch Scooty nice oder was? Der. Keine Ahnung, Alter. Wenn das jetzt the way ist, hier die Scheiße rauszufinden, dann gute Nacht. Was haben wir hier? Da waren die Tricks und Knips und Kniffe. Ne? Die Super-Kombis. Hier haben wir auch nichts. Das war 91, ja, haben wir auch probiert. Hm. Tja, jetzt wäre ich gerne mal. Alles durch. Nee. Boah, ist ein bisschen nervig, ne? So. Und das nochmal. Awesome Magazine. Ja, super. Ja, vielleicht können wir das Bad ja mal das Bad mal schrubben, oder? Machen wir das. Gehen wir mal hoch und machen mal hier die Farbflecken vom Bad weg. Peel hier. Ja. Die Spuren mal verwischen. Jetzt das Bad von der alten, ich glaube hier. So. Paff. Ja, und nu? Ist hier unter der Wanne noch irgendwas von Belang? Nee. Ich sehe hier nichts. Hm.
Nee, dann examine ich doch lieber nochmal die Paneele, die hier neben der Treppe war. So. Ich glaube, die war hier unten, ne? Hm. Ja. Selbst wenn ja, wo soll hier das Panel sich verschieben? Na? Open Door, da haben wir ja auch nichts gefunden. Außer diese blöden Telefonbücher. Nee. Müssen wir jetzt erstmal wissen, was man da in Gang gesetzt hat. Gibt's hier keinen Lichtschalter? Turn off lights, ja. Hier ist aber nichts mehr. Kein Panel, was sich geöffnet hat. Haben wir eigentlich hier noch eine Art Kellertreppe? Hm. Und was war das hier für ein Zettelchen? Pickup Kassette Case. Das habe ich jetzt bestimmt hier auf den Flur geschmissen. Ja, da ist es. Ach, immer muss man der kleinen Schwester hier hinterher räumen. Da. Schmeißen wir auch hier runter, ne? Ja. Da. Was war das nochmal? Bradmobil. Hm? So, jetzt sind wir schon wieder im Zimmer von der Trine. Aha. Oh, mitten. Nee, put back natürlich. Mitten. Lame Cat Caitlin H5. Oh, das hat die Caitlin gemacht. Was ist? Ja. Aha, was haben wir denn hier alles unterm Bett für Zeug? Ah, guck mal hier. Bookmark. Aha. Take your time, I'm glad to make it in 6000 months. Aha.
Aha. So, was haben wir hier? Ja, kann man jetzt leider nicht öffnen. Daneben liegen noch Papierkorb, ist nicht gut. Tissuebox, ja, hier vielleicht mal Lamp on, ne? Family Foto. Leaves of Grass, Walt Whitman. 1892. Okay. Legen wir da auch hin zurück. Die Notes können wir alle nicht grabben. Nee. So. So, hier haben wir auch nichts. Das heißt, wir haben die Schlüpper von Moody. Da ist aber nichts Wichtiges. Ist eigentlich, bin ich da jetzt auch verwundert, dass also, dass man die alle aufmachen kann, aber dass hier nichts von Belang irgendwie am Stissel ist, ne? Also, das ist ja gar nicht, was man jetzt hier gebrauchen könnte, ne? Auch nur im geringsten. Open Hamper. Noch ein Schlüppi. Schließler, Schlüppi. Zum Glück haben wir hier, da sind Steckdosen. Okay. Ja, das war die cleane Wanne. Da war ein Buch, Ugh, after the honeymoon. Mhm. Klolektüre, okay. So, vielleicht doch mal in die Hocke gehen und gucken, ob hier irgendwo ein versteckter Hint. Nee. Hier ist nichts. Klopapierrolle. Was ist das? Shaving Cream? Nee. Was ist das denn? Ach, das ist auch ein Handtuch. Okay. Turn off lights. Turn up the bass. Nee. Ja, das haben wir jetzt auch durchexaminiert hier, ne? Ist schon kacke. Moment. Wo sind eigentlich die ganzen Videorekorder hin? Lassen wir mal an. So, wann ist dieser Otto da? Moment, das checken wir jetzt nochmal aus. Die Geburtszahl von dem. So, das war... Ne, Moment. 1892. Machen wir. 1892 und 6000.
6000. Nö. Hier ist aber auch überhaupt kein Hint oder so. Nee. Fünf bis zehn. Nee. Okay. Alter, ein Zimmer mit so viel Türen hier. Komisch. Ah. Basketballkörbchen. Der Dank. Nehmen wir uns direkt mal hier die Kanne und machen wir hier. Gut, hier machen wir wieder runter. Da haben wir hier noch irgendwas übersehen? Nee, haben wir nicht. So, was geht denn hier in den Ecken? Aha. Slide Door. Hatten da gerade da irgendwas gesehen außer das blöde Ding jetzt? Nee. Nichts. Okay. Aha, Alter, guck mal. Was ist hier? Da geht's weiter. Aha. So, was haben wir hier? Examine Form. Performance Evaluation. Richard Pater Match. Supervisor. Knowledge und Skill. Ah, okay, der hatte alles, der Ranger hat alles gut gemacht hier. So, Turn Lamp off. Das wollen wir ja nicht. Wir tun jetzt hier erstmal. Das sieht ja ein bisschen aus, als wäre das Mutters Büro. Halloween Show, The Misfits. There. Don't forget your costume. Okay. Sometimes you just have to lie to Mom and Dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. Oh. I think she could tell.
Aha. Schau mal hier. So, was liegt denn da? Pickup-Kassette. Okay. Schmeißen wir die doch mal rein, oder? Geht das? Nee, geht nicht. Aber die Hülle. Ist ja die Frage, ob wir das hier überhaupt aufräumen müssen. Da ist auf jeden Fall... Was sind das hier für Sachen? Ach, Wäsche. Ist das die Wäschekammer? Open Armoire. Oh, guck mal hier. Mhm. Captain Allegra. And the First Mate. Oh, guck mal. Das war aber ein schönes Ding. Captain Allegra, okay. Ist hier sonst noch was zu finden, zu sehen? Irgendwas, was ich übersehen habe? Turn Lamp off, okay. Was haben wir hier? Healthy Choices. Put it back. Und das ist... Hey, Lonnie. Holy crap. I was in the library and I noticed something in the corner and I found... Hey. Alter. We are skipping six. Das heißt, wir müssen Mom and Dad's room? Close one, Alter. So, aber wo war die Library, ne? Ja, da gehen wir jetzt mal zurück. Das checken wir jetzt. So, Alter. Das ist ja wohl ziemlich geil. So, das machen wir jetzt wieder zu. Damit uns keiner das Geld... Also, im Nähzimmer, ne? Juti. Sitting Room. Oder wie hieß der? Ja, the Sitting Room. So, jetzt gehen wir rüber. Und checken direkt mal hier die geheime Passage aus. Was geht hier eigentlich ab? Da kommen wir später zu, oder? Sam's Dark Room. Do not enter if red lights are on. Wir werden natürlich jetzt nicht entern. Wir checken jetzt erstmal natürlich Dark Room. Okay. Ne, wir checken jetzt erstmal hier die Passage, Leute. So, Moms and Dads Room. Jetzt haben wir... Ah, guck mal hier. Da ist das Bad. Und jetzt müssen wir hier einfach mal gucken, wo die Passage ist, ne? Gehen wir nochmal rein. So. Ja. Jetzt wäre ja eigentlich... Yes, Alter. Yeah. Haben wir hier keine Taschenlampe. Pultspring, yes. Oh, Alter. Boah, guck dir das an. Da ist das Treppenhäusle. Cool. Sind das vom Onkel oder Opa die Sachen? Das war schon ziemlich fresh. Ah, hier, guck mal. Examine Map.
Ghost Hunter, Sam and Lonnie Secret, House Investigation. Upstairs Hall, Foyer. Hidden 3 haben sie gefunden. Mhm. Evidence of the Supernatural. Okay. Super, was ist das? Yeah. Oh. Hallo? Das Kruzifix mal in der Hand. Hey, wo ist es hin? Okay. Jetzt sind wir einmal durch. So, die Bibli. Hat sich da jetzt was? Read Document. Konnten wir das vorher auch? Please find in the topic. Ja, worum ging's denn da? Okay, das war glaube ich das Testament. Das haben wir schon. Komm, da gucken wir doch mal, was im TV-Room noch sonst so gebacken ist. War die Lampe eben auch schon so scheiße? This is a severe weather warning. Eigentlich alles so kacke, wie wir es hinterlassen haben, oder? Austin County, Boone County, Dawn County, Takelma County and Wistaria County. Residents are strongly urged to stay indoors and secure all windows and doors. Flood conditions are expected at lower elevations. So. Wir sind im TV-Room. Wollen wir mal bei Dad's Office gucken? Machen wir. Nee, jetzt sind wir im Music Room. Haben wir hier was Neues? Nö, Käffchen. Wie ist das? Read a sign. Oh, I always knew that someday we'd be through. Now that it's happened. Worksheet. Blödsinn. So. I've done the best I could to keep from feeling blue. And get you off my mind. Wir gehen nochmal in Dad's Office, ne? Schauen wir mal. Wahrscheinlich hier rum, ja. So, das heißt, wir sind ja genau hier sind wir und sind dann eben. Kann man
kann man das hier nicht... Jetzt sind wir hier einmal durch, ne? Kann das sein? Und was ist, wenn wir hier... Ja. Mach mal zu hier. Ja, Geheimgang erwischt. So, jetzt gucken wir mal, was das Dach sagt hier. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Wo war das denn? Ist halt jetzt. Nee, das ist hier oben. Wir gehen jetzt nochmal einmal rum, wo wir nämlich eben gelandet sind. Glaub sogar, das war hier. An Mutters Zimmer vorbei und dann. Oder war es da hinten rum? Nee, da war es Bad. Also. Und mittlerweile ist man ja auch so bei jedem Geräusch so ein wenig. So, okay. Open Attic locked. Gut, da kommen wir ja eh nicht weiter. Wie können wir denn den Attic hier aufatticken? Wo sind wir überhaupt? To Attic. Der ist aber leider versteckt. Hier ist Rap-Kassette. Und die tun wir jetzt natürlich hier in der Rekorde. Also die Heulbojen, Alter. Nee, das haben wir ja schon. Wo war das denn? Okay, wir haben auf jeden Fall das Ding gefunden. Das Blöde ist, dass wir überhaupt keinen, ja, toll, der Darkroom. Tja, Frage ist, wie kommen wir ja an die fucking Schlüssel dran, ne? Do not enter if red lights are on. So, Mamas und Papas Zimmer. Lubricant, oh, die Mutter, Papa und Mama, ii, Pariser, Papa und Mama machen da was Fieses. Okay, so. Tja, was können wir denn noch durchforsteln? Haben wir hier irgendwas noch auf der Map? So, Attic brauchen wir nicht. Down a floor.
Dad's Office to Basement und to Foyer. Die sind abgeschlossen. Aber wo kriegen wir jetzt die Schlüssel her? Ne? Rauchmelder. Das ist ja gut, dass wir welche haben. Tja. Ist ja ein Ding, ne? Gucken, was hier noch so uns erwartet. Immer mal wieder die Map checken. Im Foyer sind wir, ja. Over the Alps. Sieht aus wie ein altes Spiel vom Onkel, ne? Paff. Gut. Da haben wir alles durchforstet, aber man findet ja doch immer wieder irgendeinen skurrilen Scheiß, den man noch nicht so durchgekickt hat. Pullstring? Nee, das wollen wir nicht. Ausweis. Ich will nicht am String ziehen. So. Die wird wohl verschlossen sein. So, und da stellt sich mir die Frage, Dicker, wie kommen wir jetzt an die blöden Schlüssel ran? Na? Paff, ja, perfekt versenkt. Die haben die ja bestimmt nicht hier. Pullback, ja, Putback. So, hier ist auch nichts. Nö. Mucho en Mexico, bla bla bla. So. Katie. Close Panel, Open Panel. Ich verstehe es nicht. Hier ist das Papa-Büro, ja. Und der Fernseher. Aha. I have done many Parisian things. Including eating le petit déjeuner and wearing a beret. I'm enjoyed to have lots of film to develop when I come back. Sam, I'm bringing you back something from the Shakespeare Book Company, since you are my favorite sister. Und wo ist das Buch? Nicht wahr? Da ist auch nichts zu untersuchen. Hier ist, glaube ich, nichts mehr von Belang, oder? Haben wir hier noch... nee. So, da geht das Ding auch was mehr auf. Rap-Foto. Nichts dahinter. Das ist die Lonnie wahrscheinlich, ne? Die Soto. Okay.
He quickly became a well-loved figure. Ich weiß es nicht. Und wir haben noch ein Kartenspiel. Grab Pack of Cards. Ja, ist aber Akechi Playing Cards. Nee, hier ist sonst nichts. Grab Pencil. Mal weiter in dem sein Büro. Da ist nichts. Und da ist leider auch nichts. Was ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe, war die Küche in dem Puff. So. Nee. Auch kein Hinweis. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir hier... So, put back. Wir haben auch nichts Vernünftiges. Hier können wir auch nicht sitzen oder so. Grab Coaster? Nee. Hier hatten wir ja eben die Zahl gefunden. Aber wir hatten leider nichts. Aha. Grab Loose Panel. Okay. Oktober 29. Ob das jetzt die Zahl ist, ne? 10:29. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust. And then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. Okay. I felt so, I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. 10:29. I hope we have the chance to talk before I explode. Leider der Kurzschluss. Aber wir haben jetzt schön die Abkürzung. Open Panel. So. Das war Mutters Zimmer. 10:29 war das, ne? Ja. Checken wir mal. Weil wenn die da wirklich ihr erstes Date hatten, dann stehen die Chancen ja eigentlich gut, ne?
Nee. 29, 10. Nee. Scheiße. Okay, haben wir Pech. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück zur Bibliothek. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch weitere Anhaltspunkte finden. Hä? Achso. Oh Mann, wir sind ja schon raus. Sind schon rausgeschoben worden. So, hier hatten wir natürlich, also hier ist wirklich die Ecke der Wunder. Haben wir hier noch was? Was war? Und was ist hier noch drin? ...306 Franklin Street. Nee, leider keine Ahnung, was wir hier für dahin unternehmen können. Grab Book. The Teen Years von Dr. Elisa Medina. Ja, die bösen Teenies. Ich glaube, das lag vorher hier. Kann das sein? Oder im Fernsehzimmer. Paff. So. Turn off the lights. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier mal eine kleine Pause. Und verabschieden uns dann hier aus dem Büro des Vaters. Ja, ach guck mal hier, was haben wir hier? 1963. Again. Letzter Versuch, bevor wir uns jetzt im Zimmer der Kleinen verlustigen. Wir probieren die 1963 mal aus und dann gehen wir in die wohlverdiente Spielepause. So, hier mal hoch. Haben wir eigentlich den? Ja klar, haben wir den hier durchgecheckt. Open Door, da war nichts drin. Genauso wie in der rechten, im rechten Flügel war auch nichts drin. Okay, so. 1963, letzter Versuch hier. Aber sowas von. Nee. Menno. So eine Kacke. Gut, dann hauen wir uns jetzt hier mal bei Dingens aufs Grab Pillow. Können wir hier nicht hinjumpen? Machen wir mal ein bisschen Übung hier, so ein paar Kniebeugen vom zu Bett gehen. Okay, Leute, und mit dieser wunderschönen Teenager-Romantik-Optik sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Würde ich mal so sagen. Alles klar. Tschüssi!